Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und ich wollte kurz was mit euch besprechen. Lego erhöht massiv die Preise. Genau so ist es. Ihr wisst, es gibt günstig, preiswert, ja, ein bisschen teuer, lackgesoffen teuer Lego. Das versuchen sie noch ein bisschen zu pushen. Es gibt ja so eine Kante, ab der Fanboys nicht mehr kaufen. Diese Kante hat Lego aber noch nicht genau erforscht. Also wird da noch mal ein bisschen was draufgepackt. Es ist ein großer Testballon. Wie doof ist der allgemeine Fanboy? Wir werden es rausfinden. So, das ist eine. Also mal ganz kurz, es werden Sets erhöht, bisschen quer durchs Sortiment, ohne genaue Strategie. Es sind Sets dabei, die sind schon ein bisschen länger am Markt. Es sind Sets dabei, die sind gerade wieder Technik. Pneumatik Laster gerade erst gekommen, habe ich euch vor ein paar Wochen gezeigt. Und jetzt wird die Preiserhöhung bekannt gegeben. Gute Sets dabei, schlechte Sets, ist völlig egal, also ein bisschen wahllos. Es sind Sets dabei, die sind im ganz normalen Katalog, es sind Sets dabei, die sind im Exklusivvertrieb, irgendwie so mal so. Ist ein bisschen Inkompetenz vom Management, wenn man ein Set, was gerade ein paar Wochen am Markt ist, schon im Preis erhöhen muss, weil es irgendwie nicht funktioniert. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt Leute sind, denen ich mein Unternehmen anvertrauen würde, aber hey. Oder die Idee, die sind dümmer als wir denken, lass die Preise erhöhen, das zahlen die weiterhin. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu. Jetzt ist ja nochmal grundsätzlich die Sache. Kauft es einfach nicht. Braucht man sich gar nicht drüber aufregen. Es ist ganz einfach, weil ein Produkt hat eine gewisse Attraktivität für mich. Ich überlege mir, wie sehr mag ich das Produkt. Ein paar Schuhe, ein Tisch, völlig wurscht. Lego-Set. Hat eine Attraktivität. Dann sagt die Firma, die es herstellt, übrigens, so viel kostet es. Dann muss ich das abwägen. Ist das Produkt weiterhin attraktiv, nachdem ich jetzt den Preis kenne? Wenn man den Preis 20% erhöht, aber die Attraktivität des Produktes nicht in gleichem Maß, wird es natürlich ein paar Leute geben, die abspringen. Das muss Lego für sich entscheiden. Lego macht Milliardengewinne, das wisst ihr ja, ohne Probleme. Sehr sympathische Firma, müsst ihr wissen, kleines Familienunternehmen. Das letzte Mal, als ihr Gewinn ganz leicht eingedippt ist, wir reden lange nicht vom Verlust, ganz leicht weniger Gewinn gemacht hat, haben sie massenweise Leute entlassen. Sehr sympathisch, ihr kennt das. Und jetzt erhöhen sie die Preise. Wahrscheinlich können sie niemanden mehr entlassen, ohne dann wäre keiner mehr da, deswegen Preise hoch. Die Frachtraten aus China sind ein großes Problem, habe ich gehört, wenn alle Fanboys immer schreien, Lego produziere ja gar nicht in China. Und wenn sie in China produzieren, dann sicher nicht für den europäischen Markt. Dazu haben wir dann noch die Idee, dass würde Lego nur für sich produzieren und dann über die eigene Webseite verkaufen. Wer da übrigens ein Produkt kauft, das es im freien Handel gibt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, der muss zurückgelassen werden. Würde Lego also nur für sich produzieren und auf der eigenen Webseite verkaufen, würde ich sagen, macht was ihr wollt. Dann kauft es halt keiner oder weniger oder was auch immer und ihr knobelt euch was aus und sagt, okay, wenn wir die Sets um 1000% im Preis steigern, müssen wir viel weniger Sets nur noch verkaufen, haben wir eine viel kleinere, handlichere Firma, großartig. Können sie machen, das ist deren Entscheidung, das ist deren Produkt. Wir haben ja kein natürliches Anrecht auf Lego-Sets. Ja, dann kriege ich halt keine oder dann gibt es halt keine mehr oder was weiß ich, ist ja kein Problem. Es gibt ja auch genug andere, sie sind ja kein Monopolist mehr am Markt. Obwohl sie sich immer noch so aufführen und obwohl die meisten Leute immer noch denken, alles was Klemmbausteine ist, sei Lego. Was Lego nicht so sieht, das ist kein Gattungsbegriff, wurde mir hoch wissenschaftlich erklärt. Es gibt ja genug andere Firmen, also kauft einfach Sets von anderen Marken, ist ja kein Problem. Die sind im Preis nicht gestiegen, merkwürdigerweise in der gleichen Infrastruktur, ist egal. Und ihr könnt die direkt aus China auch kaufen, trotz der hohen Frachtraten, kein Problem. Also, obwohl die Frachtraten sind gestiegen, es ist ein Problem für alle Importeure, aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Würde Lego das nur für sich selbst machen, wäre es das eine, aber Lego verkauft über Händler, so wie ich einer bin. Und ich verkaufe auch Sets von anderen Herstellern. Und die haben auch ein Problem. Ich merke das auch bei den Sachen, Tassen zum Beispiel, die steigen massiv im Preis bei mir im Einkauf. Man hat aber die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist halt so. Das geht hoch und geht auch wieder runter. Und man muss halt gewisse Dellen mitnehmen. Wenn ich mal einen Deal kriege auf Tassen, fange ich nicht an, gleich 37 Cent den Preis zu senken. Das läuft halt durch. Man hat einen Preis festgegeben für ein Produkt, was eine gewisse Attraktivität hat. Dafür muss es laufen. Und die Preise werden jetzt steigen. Die werden aber nicht wieder sinken. Macht euch keine Sorgen. Also, wir haben auf jeden Fall das. Das heißt, das Produkt steht bei mir im Laden, hat eine gewisse Attraktivität. Der Kunde kommt. Jetzt sage ich, es kostet jetzt 20 Euro mehr als gestern. Und der Kunde sagt, ja, aber es ist doch nicht besser geworden. Dann sage ich, ja, aber ich habe 20% mehr im Einkauf bezahlt. Also möchte ich jetzt zumindest
von den 60 Euro, die ich meinen Einkauf bezahlt habe vorher, jetzt zahle ich 72, möchte ich jetzt diese 12 Euro mehr von dir als Kunde. Vielleicht nicht die 20 Euro mehr UVP, aber die 12 möchte ich zumindest ausgeglichen haben. Der Kunde sagt, ja, aber es ist immer noch nicht besser geworden, das Produkt. Zahle ich nicht. Dann kann ich überlegen, ob ich dem Kunden 12 Euro Bonusrabatt gebe, damit er auf seinen Preis kommt und ich habe halt kein Fleisch die Woche. Fast ein schlechtes Mal keine Woche Fleisch, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Oder ich verkaufe es halt nicht. Lego möchte aber trotzdem den vollen Preis von mir. Das heißt, ich zahle Legos Gewinn. Der Kunde im Zweifelsfall nicht, wenn er Glück hat. Oder er ist ein Fanboy, bis sie doof, dann zahlt er doch. Könnt ihr euch überlegen. Das Problem ist nur, für ein paar Menschen, die vielleicht aktuell auch 2, 3 Euro weniger zur Verfügung haben, wird es halt noch schwieriger, ein Produkt zu kriegen, was angeblich die ganze Familien ansprechen soll, was es sowieso schon lange nicht mehr tut. Das ist eine Mehrheit vom Lego-Marketing. Lego ist ein Produkt für die oberen 5%. Es wird halt noch unerschwinglicher für die meisten, was ich eine traurige Entwicklung finde, weil ich einen Klemmbaustein für ein schönes Spielzeug halte. Gab es eine Alternative? Nein. Es wird einfach unerschwinglich für die Leute. Ende Gelände. Es geht halt nicht. Die haben weniger Geld zur Verfügung, es wird halt nichts. Es ist ein Luxusgut, es wird noch stärker ein Luxusgut. Kauft also die Alternativen. Oder, aber regt euch vor allem nicht drüber auf. Die ganze Diskussion, so viele Sachen bekomme ich und alle regen sich auf, Lego erhöht die Preise, ja, dann kauft es nicht. Kauft es einfach nicht. Ihr habt als Konsument die Macht. Kauft es einfach nicht. Großartig. Klappt doch super. Oder ihr macht so wie ich. Ich habe einen Stapel gebrauchtes Lego gekauft. Das bauen wir morgen auf bei Twitch. Es wird wunderbar. Morgen Abend sind wir da und bauen hier eine schöne alte Unterwasserwelt auf. Und schon... Ach, tschakke. Geht der Spaß hier los. Ja, und ich weiß, alles wird teurer. Es gibt Inflation und so weiter und so fort. Es ist ein Preisangleich über Europa hinweg, bla bla bla, irgendwelches Zeug. Nein, Lego ist gierig, 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 gierig. Und sie denken sich, die Fanboys zahlen noch ein bisschen mehr. Und ich meine, das Coolste ist, nicht mehr Aufwand zu haben in der Produktion. Und die Produktion von Lego wird immer billiger, weil sie immer weniger auf Qualität setzen. Das wisst ihr ja, haben wir über die Jahre gesehen. Die Produktion von Lego wird günstiger und sie erheben einfach 20% Aufschlag. Völlig grundlos. Wie sensationell ist das denn in der Bilanz? Weniger Kosten, 20% mehr Umsatz. Knüller! Also von daher, nehmt es nicht so ernst. Kauft einfach was anderes. Das ganze Problem ist erledigt. Und schon haben wir wieder eine schöne Zeit, oder? Also, wir kuscheln zusammen, es klappt, habt nette Leute um euch und bis bald.